Hallo Lieben, heute Hallo wieder zusammen. Neues aus der Werkstatt. Ist das Neues aus der Werkstatt? Nee, es ist eigentlich ein Special. Ja, aber es hat's neu. Neu. Und aus der Werkstatt. Ja, aus deiner Werkstatt. Neues aus der Werkstatt. Inspektion Spezial. Genau, wir hatten ja letztes Mal was erzählt über Garantie und Gewährleistung und Kulanz. Ja. So, und da war das Auto ja schon mal zu sehen. Und jetzt machen wir wirklich auch die Inspektion, die wir ja auch durchführen dürfen, was wir dort auch schon mal erklärt haben. Wir dürfen das auch abstempeln, weil wir Meisterbetrieb sind und. Und jetzt führen wir heute mal die Inspektion durch. Zeigen wir euch mal Schritt für Schritt, was bei einer Inspektion überhaupt alles zu beachten ist. Genau, ihr gebt das Auto in der Werkstatt ab. Bezahlt viel Kohle und danach spürt man nicht viel. Einfach mal zu schauen, was ist denn da überhaupt alles dran gemacht von einem Fahrzeug. Ja, das wollen wir euch rüberbringen. Heute ist Silvester. Morgen ist Neujahr. Im neuen Jahr haben wir immer noch Knarren zu verkaufen, wenn ihr möchtet. Ja, unsere wunderschönen Umschlagknarren wollen wir auch noch ein bisschen unboxen hier. Was für geile Teile sind. Wir haben dort echt... Betriebliches Unboxen? Nee. Also... Der Verkauf läuft weiter, nur weiter, noch 30 weiter, weiter, mehr Kilometer. Ja. Okay, fangen wir mal vorne an. Ihr bringt den Wagen zur Inspektion. Ihr könnt dann in der Werkstatt anrufen und sagen, es mal auf, was, habt eine Inspektion, 60.000, 80.000, 100.000 Inspektionen. Was müssen wir, was kostet das? Sehr schwierig zu beantworten, weil man muss erst mal schauen, wie gesagt, wie viele Kilometer gelaufen hast. Was wie alt für ein, ist das Fahrzeug? Was für ein Service, wie alt von den Jahren her? Vor allen Dingen, was für ein Zustand hat das Auto? Ne? Man fährt ja mit dem Fahrzeug und es verschleißen die Teile schleichend. Egal, was schleichend verschleißt, ob eine Bremse ist oder weiß der Himmel was, man merkt es ja erst mal gar nicht. Und denkt, okay, eine Inspektion beinhaltet das und das und das und das, da gibt es ja bestimmt einen Preis für. Ja, es gibt für einzelne Inspektionspunkte einen Preis, aber wenn wir das Auto dann haben und schauen uns den an und stellen fest, Bremsbelag runter, Bremsscheiben sind runter, Manschetten sind kaputt, dann geht es das, gibt einen gewissen, eine, verändert sich das. Genau, es gibt einen gewissen Rahmen, so wie bei diesem Fahrzeug, der Wagen hat gelaufen, wie viel? 116.000 Kilometer, glaube ich, ne? Gelaufen. In Wischer gehen? 117.000 Kilometer hat der Wagen gelaufen. So, und dann kann man ganz genau nachschauen. Da haben wir spezielle Programme. Wir machen es nach Herstellervorgaben. Ganz, 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 ganz wichtig nach Herstellervorgaben. Weil nur dann dürfen wir eben auch abstempeln, dass es nach Herstellervorgaben ist. Und damit ist natürlich die Garantie und auch ja, ist die Garantie, die der Hersteller für das Fahrzeug gibt, können wir dann, kann dann aber der gibt ja 7 Jahre Garantie auf das Auto. Genau, der hat keine 5 Jahre, der hat 7 Jahre. Der hat 7 Jahre Garantie, ja. Genau. Dann muss es auf jeden Fall nach Herstellervorgaben gemacht worden sein. Und da gehören eben einige Punkte zu. Und das zeigen wir euch jetzt. Wir arbeiten jetzt mal die Liste so ein bisschen Punkt für Punkt ab. Gucken wir uns mal an, Fehlerspeicher abfahren. Hier sieht man zum Beispiel Service und Feldaktion bis zum heutigen Zeitpunkt berücksichtigt. Wenn irgendwelche besonderen Feldaktionen sind, das heißt, Feldaktion heißt, dass Feldaktionen sind Sachen, die der Fahrzeughersteller dann preisgibt und sagt, pass mal auf, bei dem Auto muss ein Software-Update gemacht werden, muss da und da irgendwas nachgezogen werden. Dann ist das in diesen Aktionen oder in diesem Service-Umfang mit drin. Das können wir dann daraus ersehen. Ist nicht mit drin? Teile, oder? Nein, nicht mit drin. Die können wir aber ersehen. Genau. Das heißt, wenn ein Software-Update zum Beispiel gemacht werden muss, dass der Fahrzeughersteller sagt, hier auf unserem Motorsteuergerät muss ein Software-Update zwingend gemacht werden, dann fährt der Kunde natürlich mit dem Fahrzeug dann zu Kia und oder lässt da sein Update machen. Oder wir kümmern uns darum, dass der Wagen darüber kommt und dann wird das Update dann. So. Jürgen sagte vorhin, dass Verschleißteile, ich bin ja da so ein Fan von manchmal, wechselt man ja auch zwischendurch mal einen Pollenfilter oder Luftfilter. Man kann immer gucken, müssen die Sachen wirklich erneuert werden oder nicht. Ja. Je nachdem, was der... Oh, mein Telefon klingelt, sorry. Je nachdem, was gemacht werden muss, dann gucken wir uns so einen Filter an. Wenn der jetzt vor kurzem erst einen neuen Filter sich selbst reingemacht hat, kann ja mal passieren, dass der Kunde sagt, ich möchte jetzt einen neuen Filter haben, kauft sich einen. Und wir gucken den an, der sieht aus wie neu. Dann mache ich da keinen neuen rein. Genau, da muss man einfach schauen. Und hängt immer davon ab, auch was der Hersteller sagt. Also das ist immer so ein Abwägen. Gut, du bist Berufskfz-Zettler. Dann lade dir die Fabrica-App runter. Die ist auch kostenlos. Wenn du ein Problem hast mit einem Auto, dann machst du ein Video davon, lädst das in die Fabrica-App hoch und 10.000 deiner Kollegen sehen das Video mit dem Problem und versuchen dir zu helfen. Fabrica ist angebunden an Autodata, also an die komplette Datenbank und wir zwei sind auch dabei. Und wir sehen uns auf Fabrica.
Wir fangen an, eigentlich Auto fährt rein, es wird das Licht überprüft als erstes. Wir schauen uns, wir haben hier unseren Lichteinstellplatz, den hast du drüben, ne? Auf der Bühne oder was? Nein, dieser Platz ist schon kalibriert, der ist eingestellt darauf, der ist vermessen. Deswegen darf ich hier drauf vermessen. Ich habe noch einen zweiten Platz auf einer Hebebühne. So, dann schauen wir erstmal, wie das Licht ist. Okay, das ist schon mal ganz schön gar nicht gut. Hoppala. So, ja, 1%. Hier ist eingestellt. Müssen wir gucken, ob der Motor läuft. Ob er auf 0 steht, aber man kann sehen, das kalibrieren das mal eben ein. Dann haben wir hier so diesen Streifen. So, hier sieht man ja diesen Laserpunkt. Ne? So, mit diesem Laserpunkt setzen wir jetzt hier an einer Kante an, hier vorne. Oh. Hat sich die Höhe verändert beim Laufen lassen? Warte. Ich muss erstmal hier einstellen, dass das genau parallel steht. An dem Punkt, genau. Jetzt steht es genau parallel. Hier vorne ist auch noch ein Pfeil drauf. Damit zielt man dann im Prinzip das Licht an, schaut drauf. So, und der Scheinwerfer ist zu niedrig. Man kann sehen, da kann ich das irgendwie zeigen, hier an diesem Punkt, dieser Schatten muss auf der gestrichelten Linie sein. Das ist auf jeden Fall zu niedrig, das Licht vom Abblendlicht. Schauen wir auf der anderen Seite. So, hier auch ein bisschen. Ist der zu niedrig? Okay. Ist auf 0 eingestellt. Muss man gucken, ob hier innen drin das Rädchen auf. Ist das das hier? Hat er das hier dafür? Ist das gerade Xenon? Müsste Xenon sein, da kannst du nämlich nichts dran einstellen. Nee, das ist doch Innenleuchte hier, ne? Ist Xenon, nee, ist ja gut. Ist Xenon nicht? Ja. Da kann man das nicht einstellen, weil Xenon sich automatisch nachstellt. Ja, der hat eine Hängerkupplung, ne? Da passiert es ja oft, dass das Rädchen innen drin verstellt ist, dass die Höhenverstellung nicht richtig passt. Aber bei Xenon wird das automatisch nachgestellt. Das heißt, wir können das jetzt auch nicht so einfach mal eben nachstellen, sondern wir müssen schauen in ein Programm, in das Fahrzeug rein. Das ist der erste Schritt, dass wir schauen, weil wir auch müssen ja sowieso den Fehlerspeicher abfragen, müssen wir gucken, ob wir dort in ein Programm reingehen, in eine Grundeinstellung von den Xenon-Scheinwerfern. Und dann stellen wir die ein. Fängt schon an, die Inspektion nimmt schon ihren Gang. Dafür ist die Inspektion da, dass sowas eben auch entdeckt wird. So, wir gehen jetzt hier in Grundeinstellung, gucken nach, ob es bei dem Fahrzeug nötig ist, dass wir in den Rechner rein müssen, um das Licht einzustellen. Aber das ist kein Punkt dafür angegeben. Machen wir mal die Haube auf und gucken mal, ob wir den von Hand so einstellen können. Genau, und in der Zeit machen wir jetzt hier eine Gesamtabfrage von allen Fehlerspeichern. Das läuft jetzt automatisch, während wir hier das Licht einstellen. Ach guck mal, hier hat schon einer den Deckel aufgemacht, wo wir dann Frostschutz einfüllen können, Scheibenfrostschutz. Mhm. Schön, vor allen Dingen kommt der ganze Dreck auch da rein. Ne? Mhm. So, hat er? Ja. Am Stellmotor einfach. Im Stellmotor? Ja. Da kann man es einstellen. Hier? Nee, da, wo ich drauf leuchte. Ist eben ein Kia, ist ein bisschen anders als andere Autos. So, ich kann sehen, wie ich das hochdrehe. Da sieht man jetzt, wie diese helle Linie auf die gestrichene Linie kommt. So, passt schon. Wunderbar. Und rechts ist ja höher. Rechts ist höher, das ist ganz klar. Ne, rechts geht das ja rauf, damit man den Gegenverkehr nicht blendet, ist dieser Lichtkegel eben nach rechts auf. Kann man auch da hinten ja am Dings sehen, wenn du jetzt mal nicht vor den Scheinwerfer stellst. So. Da sieht man schön rechts den Lichtkegel, der nach rechts hochgeht. Auf der Straße fällt dieser rechte Kegel natürlich weiter aus, damit ich die Fußgänger und so weiter alles sehen kann. Rechts geht es höher. Das wird rechts eben alles ausgeleuchtet, hier an dieser Stelle. Und wir haben jetzt im Prinzip diesen Teil hier eingestellt, dass der etwas raufkommt, dann kommt natürlich der rechte Winkel auch was rauf. So, und das machen wir jetzt auf der anderen Seite auch noch. Und dann haben wir die Scheinwerfer eingestellt. So. So, dann kommen wir hier rüber. Ich stehe natürlich jetzt nicht mehr parallel, Momentchen eben. Ja. Stell mal wieder ein auf parallel. Oh, stehe ich ganz gut. Exactement.
So. Das drehe ich hier dran. Ja, stehen wir da? Ist schon da. Super. Genau. Ja. Okay. Gut, das ist bei dem Fahrzeug halt dann von Hand einzustellen. Wir brauchen nichts bei anderen Fahrzeugen, mit dem Rechner rein. Bei anderen Fahrzeugen muss man in ein Grundeinstellprogramm und dann, wenn man das eingestellt hat, neu kalibrieren. Das macht er so. Ich finde es eigentlich praktischer, so wie Kia das jetzt hier löst, die Sachen. Wie gesagt, wir sehen jetzt gerade hier den Federspeicher am Abfragen von allen vom OBD-Status, Motor, ABS, Airbag, Klimaanlage, Komfort, haben wir alles abgefragt, alles. Null Fehler. Das heißt, der nächste Schritt ist auch schon erledigt hier. Wir können auch mal was abhaken, ne? Genau. Was haben wir da? Fehlerspeicher abfragen. In Ordnung. Luftfilterprüfung kommen wir gleich. Jetzt haben wir den Lichttest durchgeführt. Schauen wir mal. Wahrscheinlich ist der Lichttest ganz zum Schluss. Genau, wir machen es nur so rum. Schutzkörper, Beleuchtung, Signalanlage auf Funktion prüfen. Scheinwerfer-Einstellung prüfen. Ist in Ordnung. Beleuchtung, Signalanlage. Das machen wir jetzt als nächstes. Das gucken wir jetzt als nächstes. Ich schalte mal alles durch. Guck's mal bitte, ob alles funktioniert. Linker links, geht nicht. Ja, was denn rechts? Jetzt? Geht oder geht nicht? Geht nicht. Und rechts, geht nicht. Ah, genau so. Bremse. Und jetzt? Ja, jetzt geht beide rechts, geht nicht. Ja. Bremse. Ja. Gut, wo man darauf achten muss, ist, dass oben auch wirklich alle Beleuchtungen funktionieren. Da fällt mir gerne mal eine aus. So, Rückwärtsgang funktioniert auch. Nebelschlussleuchte. Ich suche. Nebelschlussleuchte funktioniert auch. Das gleiche jetzt nochmal vorne. Gleichzeitig schauen, hier in den Blinkern ist auch noch eine Beleuchtung drin. Machen wir die Warnblinkanlage an. Ja, rechts, links, Blinker geht. Das sind auch alle LEDs funktionieren. Nebelscheinwerfer gehen. Machen wir Fernlicht an. Jo. Okay. Lichtlupe. So, Nebelscheinwerfer müssen wir natürlich auch nochmal eben das Licht prüfen, ob die Einstellung passt. Auch nochmal. Licht an. Okay, wunderbar. Okay, auch wunderbar. Ist eine Linie passt. Passt ganz genau. Okay. Gut. Okay. Jo. Den Dongle können wir raus tun, ne? Ja, Dongle raus. Jetzt schauen wir gleichzeitig, bleib noch mal eben drauf. Ja. Jetzt schauen wir eben die Sicherheitsgurte nach. Ob die Sicherheitsgurte müssen geschaut werden, ob die Sicherheitsgurte irgendwie angerissen sind. Das ist alles gut. Schön sauber. So, als kleiner Tipp, oft gehen die Sicherheitsgurte schlecht rein. Ja, die gehen nicht besonders schön rein, ne? Na, hier so, dann laufen die. Geht. Dann einfach was Silikonspray nehmen. Hast du was Silikonspray hier? Ja. Heiko, kannst du mal bitte Silikonspray geben? Einfach was Silikonspray nehmen und das leicht mit Silikonspray einsetzen. Dann ziehen die wieder gut rein. Kein Fett oder irgendwas anderes nehmen. Man kann auch weißes Sprühfett nehmen. Hast du? Hier, ich habe. Jops. Ja. Einfach nur leicht drüber sprühen. Dabei aufpassen, nicht gerade so in den Innenraum rein, dass dort alles versifft. Einfach so nach außen ziehen. Kurz drüber, einmal, zweimal. Fertig. So, und dann geht das hier. Bom. Also das rauscht richtig schön schnell wieder rein. So, zack, drin. Sprühfett hast du? Für die Türschlösser, dann wird gleichzeitig alle Schlösser überprüft, solange der Wagen hier unten steht. Alle Scharniere überprüft, geschaut, ob die sind hier, die sind schon 100 Jahre nicht eingefettet worden. Gucken, ob die Dämpfer hinten funktionieren. Haben wir ja oft, dass die Dämpfer nicht funktionieren. Und im Winter, vor allem wenn es kalt ist, gehen die Dämpfer dann nicht mehr richtig auf. Hier ist alles wunderbar. So, dann schauen wir hier die Schlösser, ob die Funktion der Schlösser gegeben ist. Man sieht hier, oh, der Kunde hatte ein Kind. Dann schaut man hier rein. Hier ist die Kindersicherung. Die kann man einschalten, ausschalten. Jürgen, kannst du eben die Zündung anmachen? Nee, Jürgen ist gar nicht da. Wo ist denn der Hans-Jürgen? Zündung ist an. Ach, er hat die Sicherung auch reingemacht, dass hinten das Kind das Fenster nicht runter machen darf. Dann vermute ich mal, hat er auch die Kindersicherung, die Funktion da.
Und die Fenster gehen nicht runter. Aleco mio. Da hat er wieder hier. Guck mal. Okay, bei deutschen Autos ist es anders. Wenn man hier drauf drückt auf diese Funktion, dann kann man von hier vorne auch die Fenster nicht mehr bedienen. Ach, das ist ja sinnvoll. Wahnsinn. Und normalerweise ist diese Funktion, bei deutschen Autos ist es so, dass man die Fenster, dass da hinten das Kind die Fenster nicht mehr bedienen kann. Ja. Ja. Hier ist etwas anders. So, dann schauen wir hier, ob die Kindersicherung funktioniert. Aha. Hier keine Kindersicherung drin. Auf der anderen Seite auch keine Kindersicherung drin. Bin ich jetzt mal überrascht? Weil normalerweise macht man so eine Kindersicherung rein. Müsste aber den Kunden darauf hinweisen, ne? Kindersicherung, Funktionstest. Das heißt, wir können jetzt hier das umstellen. Papp, ne, habt ihr gesehen? Umstellen. Haben fast alle Fahrzeuge. Und dann kann das Kind die Tür nicht mehr von innen aufmachen. Ja, so sollte es sein. So sollte es sein. Wir lassen es jetzt einfach mal drin. Ja. Und weisen die Kunden darauf hin. Dann machen wir auch noch eine Bemerkung rein. So. Guck mal hier den Gurt mal. Ja. Guck mal, wie der reinläuft. So. Sehen wir den? Um den Unterschied zu sehen. Wie wird auf jetzt? Guck. Und da passiert an der Kleidung nichts. Hast du gesehen? Naja, also ich versaue mir damit keine Kleidung oder irgendwas. Ja, aber was ist ein Unterschied hier? Ja. Ja, ich habe es auf der anderen Seite eben schon gemerkt. Das lässt los, das schießt rein. So, hier für die Scharniere zu fitten. Hier, die Scharniere haben hier so kleine Punkte, kleine Öffnung. Einmal das. Und die Dichtungen können ja im Winter schon mal kleben bleiben. Da gibt es extra ein Pflegemittel. Da gehe ich dann hier drauf, drücke mir drauf auf die Flasche, bis das rauskommt. So, und dann kann ich die damit einreiben. Ganz dünn. Damit die Dichtungen geschmeidig bleiben. Und das ist auch Herstellervorgabe? Das sind teilweise Herstellervorgaben. Gucken wir jetzt gleich mal rein, ob es drin steht. Wir machen es im Service mit. Damit der Kunde nicht im Winter da steht, eingefroren und versucht seine Heckklappe aufzumachen oder seine Türen aufzumachen und sie gehen nicht auf. Mit Silikon hast du gemacht. Achso, ja, ich habe Rubber Care. Also. So. Gleichzeitig fetten wir hier die Türschlösser ein. Und auch natürlich die Scharniere. Es geht hier wie am Fließband. Wir können eine Inspektion zusammen machen, Holger, oder? Bitte? Wir können auch eine Inspektion zusammen machen, ne? Ja, machen wir ja gerade. So, das gehört auf jeden Fall dazu. Und das so als kleiner Tipp jetzt, wenn man den Wagen in der Werkstatt hat, schaut einfach mal drauf. Könnt ihr direkt sehen, ob Warte, die... ich mach die Tür noch. Na, ich mach die Tür hier. Okay, die mach ich gleich auch noch. Ob die Scharniere gefettet sind. Da kann man immer sehen an der Inspektion, ob wirklich was gemacht worden ist. Einfach gucken, Tür aufmachen, auf die Scharniere gucken. Hast du hinten noch das eine, ne? Und, jetzt bin ich extra rumgelaufen. Es ist unglaublich, wie viel das ausmacht. Ich bin immer wieder überrascht. Jetzt geht es hier hinten, das geht wirklich. Aber auf der linken Seite ist zwar echt Hammer. Sicherheitsgurte und Gurtschlösser auf Zustand und Funktion prüfen. Das genau. ist hier auch ein Punkt. Dann klicken wir die hier ein. Gurte und Gurtschlösser auf Zustand und Funktion prüfen. Das ist das, was wir gerade gemacht haben. Dass der Gurt wieder schön läuft. Funktioniert wunderbar. Die vorderen Schlösser prüfen. Schlösser, Scharniere, Gelenke, Gelenk, Gabelköpfe und Lagerungen schmieren. Alles gut. Gelenke, Gabelköpfe und sowas sind Sachen, die sind unten drunter. Schlösser, Scharniere, das ist das, was wir jetzt hier gemacht haben. Guck mal das Schiebedach, Holger. Das ist ein Kia. Schiebedach, schneiden wir eben eins rein. Ja, genau.
Erstmal ein Loch dafür machen. Gibt es nicht mit Schiebedach. Schiebedach auf Funktion prüfen, kann man Strich durchmachen. Er hat keins. So. Gut. Schlösser funktionieren, alles gut. Normale Sichtkontrolle von außen. Ja, guck mal, Karosserie auf Zustand, Korrosion und Lackschäden prüfen geführte. Genau. Prüfung unbedingt im Service dokumentieren, Dellen, Kratzer. Genau. Ist natürlich das ist im Regen, wenn ein Fahrzeug nass ist oder total versaut ist. Das Auto, das ist ja ein bisschen verschmutzt jetzt durch die Jahreszeit. Oft ein Problem, bei uns auch ein Problem, dass wenn die Fahrzeuge angenommen werden, müsste man normalerweise, im Prinzip die Direktannahme, Holger. Mit durch das Fahrzeug runter und was? Kratzer. Ja, hier sind Kratzer dran. Oh, ja. Er hat einen Kratzer auf der Tür. Vorher gucken, ob irgendwas ist, ob irgendeine Delle, ob irgendwas beschädigt ist. Sieht aber gut aus, ne? Ja, hier, da hinten rechts ist eine Delle. Ne? Die muss man dokumentieren, ja. Hier ist eine Delle drin. Oft ist es so, ohne dem Kunden was Böses zu wollen, er kommt danach zu seinem Auto zurück, haben wir schon öfters mal gehabt und dann schaut er drum und sagt, oh, da ist eine Delle. Wir haben jetzt mittlerweile bei uns alles kameraüberwacht, das heißt, Delle. Wenn man bei uns in die Werkstatt reinfährt, wird das Auto im Prinzip rechts. Von rechts und links aufgenommen und wir Pack können drauf. Im Nachhinein, wenn der Kunde dann ein Thema hat, gucken, okay, war es vorher schon, war es nicht, weil wir die Direktannahme oft nicht leisten können, weil morgens immer so ein Druck ist. Deswegen haben oft die Firmen, also große Firmen, machen dann Termine um 9.30 Uhr, muss man da sein, wird schon eine halbe Stunde Zeit genommen oder um 10.30 Uhr oder um 11 Uhr, es gibt immer so ganz klare Termine. Bei uns ist es ein bisschen rustikaler, hier auch was rustikaler, ja. Aber wir sind mit dem Kunden im Kontakt und können sowas dokumentieren und mit ihm sprechen. Was auch wichtig ist, ist zu schauen, ob hier unten drunter im Schweller irgendwelche Dellen drin sind. Eingedrückt. Öfters mal gerne bei anderen Werkstätten, kann passieren unter Umständen, ich will keine anderen Werkstätten was nachsagen, falsch angebockt wird und unten drunter etwas verbogen ist. Du sprichst aber nicht auf den VW-Bus an, ne? Den wir ja, habe ich ja letztes Mal, könnt ihr mal gucken, einen VW-Bus gehabt, der war bei der Firma und da waren so Riesendellen drin. Ein bisschen falsch angesetzt. Und da einfach drauf zu schauen, okay, da ist alles klar. Farbe? Ja. So, Winterreifen, Check von außen, ob Dellen drin sind. Was gerne mal passiert ist, dass die... Karosserie auf Zustand prüfen, Lackschäden prüfen. Wie heißt denn, das Geflecht innen drin kaputt ist und dass irgendwie sich Dellen bilden. Yep. Da einfach drauf schauen. Und die Profiltiefe messen, das machen wir dann gleich auf der Bühne, wenn der Wagen oben ist. Ja. So, haben wir so im Bremsenprüfstand rein? Genau. Jürgen fährt den Bremsenprüfstand. Willst du mitnehmen? Hier vorne ist noch eine Delle drin. Da, an dieser Stelle. Vorne links, hier ist noch eine daneben, da ist eine. Oh ja. Ich habe eine, die hinten habe ich schon notiert, hinten unter Bemerkungen. Ja. Ist einfach wichtig. Dann weiß der Kunde das und wir wissen das. Jürgen prüft jetzt gleich mal die Waschanlage. Wenn ihr jetzt nach vorne fährt, spritzt die Waschanlage, guckt, Xenon hat funktioniert, ist ja Pflicht in Deutschland. So, und dann guckt man auf die Wischer, ob die Wischer schmieren. Sauber. Ja, und Zustand der Frontscheibe. Ja, da haben wir schon mal ein Frontscheiben-Special zugemacht oder Scheiben-Special. Hier sind schon ein paar schöne, leckere Einschläge drin. Da. Holger. Und hier ist sogar verkratzt. Da hat er wohl mal irgendwie was. Also kann man hier richtig Kratzer drauf sehen. Hupe geht. So, der Jürgen fährt jetzt in den Prüfstand rein und schaut nicht nur, ob die Bremskraft gegeben ist. Können wir das hinten an der Anzeige sehen. Er schaut auch, ob eine Ovalität da ist. Das heißt, ob die Kraftübertragung, ob die anfangen zu schwingen, die Zeiger. Das heißt, wir sind hier vorne noch im grünen Bereich drin. Da wird die Ovalität mitgemessen. Das ist super. Und wenn ihr so hin und her tätigt, dann haben wir eben einen Schlag in der Scheibe. Was wichtig ist, ist, dass sie gleichmäßig zieht, die Bremse. Wenn die jetzt nicht gleichmäßig zieht und man Brett auf die Bremse fährt, der war in eine Richtung. Also wunderbar. Wir hängen hier bei 4,3. Also alle spitze. Jetzt fährt der Jürgen in die Hinterachse rein. Prüft bei der Hinterachse. Der hat sogar 0% gehabt, Unterschied, ne? Ja. Unglaublich. Prüft an der Hinterachse jetzt die normale Fußbremse. Oder? Ja, hat schon reingehauen. Fußbremse war es jetzt? Mhm. Ich lasse noch mal laufen. So, jetzt bremst der Jürgen die auch langsam hoch. Ja, okay, das ist ein Allrad, ne?
Ah, das ist ein Allrad? Ja, 8% Unterschied, 2400 zu 2500 war das. So, das ist jetzt die Feststellbremse. Okay, da sieht man einen relativ heftigen Unterschied, weil ihr den nicht oft benutzt habt. Ich sehe, die war gerade noch im roten Bereich drin. Quietscht wie die Sau, weil der Kunde sehr wahrscheinlich die Feststellbremse sehr selten benutzt. Der Jürgen fährt jetzt noch mal rein und lässt sie noch ein bisschen einschleifen, nennt man das, und dann wird man sehen, dass sich das stabilisiert. Also am Anfang waren wir ja auch komplett im roten Bereich drin. So, jetzt hält der Jürgen das da. Ja, jetzt kann man schon sehen, wie der langsam in den grünen Bereich reingeht, weil die Bremse sich anpasst. Das Quietschen wird jetzt schon weniger. Das ist so eigentlich Standard. Ne? Wir sind jetzt, haben jetzt so einen Unterschied, sind aber fast im grünen Bereich drin. Und da wird der Jürgen das jetzt, mach nochmal Jürgen. Nochmal was einschleifen lassen. Bei mir ist beim Allrad. So, jetzt zieht die Bremse schon. Lass mal schleifen. Weiter schleifen lassen, weiter. Ja, jetzt sind wir weiter im grünen Bereich, den Jungen ein Zahn weiter. Ein Zahn weiter. So, ihr seht, jetzt sind wir in der Bremse schon komplett gleich. Das ist einfach, weil man die Handbremse immer nur zum Festziehen nimmt. Und da ist der Belag meistens ein bisschen eingemottet. Jetzt ist das frei. Okay, jetzt kommen wir auf die Bühne. Das heißt, ne? Mal ganz kurz bitte. Ja, ihr habt hier innen drin, das ist der normale Bremsbelag hier vorne. Und hier unten drunter hat er die Bremsbacken für die Feststellbremse. Und das war das Quietschen, was wir gehört haben. Einige Fahrzeuge haben das auch über die Bremszange, wird das gemacht bei dem, der hat noch extra Bremstrommeln. Junge! Was denn? Der 8 Liter Öl kriegt der, ey. Ja. Junge. Und das mit diesem 8 Liter ist super. Je mehr Öl so ein Motor hat, umso weniger verschleißt das Öl. Wenn ich nur 3 Liter Öl in so einer Maschine drin habe, dann ist das Öl ruckzuck mit Dieselpartikeln, mit Partikeln, mit Schmutzpartikeln zu. Das kann der Filter alles gar nicht aufnehmen. Und dann haben wir noch Inspektionsintervalle von, was weiß ich, 30.000 oder so. Da kann man sich vorstellen, wenn 3 Liter, 3,5 Liter, 4 Liter Öl da drin sind, wie schnell das Öl versaut ist, dreckig ist. So, bei 8 Liter, bis die versaut sind, das dauert schon eine ganze Zeit. Gut, dann machen wir jetzt hier oben. Jürgen macht jetzt Ich mache die Bühne schon mal parat. In der Zeit nehmen wir hier oben die Verkleidung ab. Das ist nicht nur, damit es schön aussieht, das ist auch eine Schalldämmung. Ne? Also der Motor so. Ach, können wir mal checken. Wenn man sieht, was für ein Unterschied das ist. Zum Gang raus, ja? Ja. Was für ein Unterschied das ist, wie laut der jetzt ist. Achtung. Hammer, ne? Letzte Verkleidung. Und bei höheren Drehzahl ist er natürlich noch stärker. Wie leise also, das ist, ne? Ja, das ist schon ein Riesenunterschied. So, währenddem der Hans-Jürgen das da macht, checke ich jetzt im Prinzip in der Sichtprüfung vorne den Motorraum. Batteriepole werden gecheckt. Sind die Batteriepole fest? Ja, sie sind fest. Ist da Fett drauf? Ja, da ist Fett drauf. Hier auch. Das macht man, weil sich dort öfters dann gerne mal Sulfat bildet. Da ist alles cool. Man schaut nach, ob Schläuche beschädigt sind, ob alles gut ist. Kraftstoffleitung, Dichtheit. So. Flüssigkeitsstand. Da ist voll. Kann man vorne schön sehen. Genau. Hast du ein Refraktometer? Refraktometer? Ja. Weil der Winterzeit jetzt gerade ist auch sowieso. Schauen wir da den Frostschutz direkt nach. Es wird eine Sichtprüfung gemacht. Hier von dem Keilrippenriemen, ist der eingerissen oder nicht? Ist hier irgendetwas locker? Hat hier schon mal ein Vogel drin übernachtet oder nicht? Ja, hat. Damit ist das auch schon mal gut. Also was wir schon in den Autos gefunden haben. Ja. Da hat der Motor noch wohl Hunger gehabt und einen Vogel gefressen. Ja, okay. So dann schaut man hier oben nach Dreck, ob hier Blätter drin sind. Sonst wachsen da irgendwann mal Bäume und dann müssen wir demnächst bei der Inspektion noch Rasen mähen. Deswegen machen wir das raus.
Ich wollte eigentlich den Frostschutzgehalt messen. Jetzt ist mein Nupsi da reingeplumpst. Was ist reingeplumpst? Ja. Okay. Hier haben wir einen Refraktometer. Das hört sich aber wie an, als wenn du zum Urologen gehst, Refraktometer. Ne? Da wird Wasser drauf geträufelt, und zwar das, was ich gerade entnommen habe. Braucht nur ganz wenig sein. So, dann gucke ich da durch und sehe Frostschutzgehalt 35 Grad, minus 35 Grad. Da könntest du aus dem Bier mitmachen. Ja. Da haben wir dann einmal den Frostschutzgehalt des Kühlsystems geprüft. Jetzt gucken wir noch den Wassergehalt der Bremsflüssigkeit. Der sitzt hier oben. Da haben wir so ein Gerät dafür. Da können wir jetzt gucken, wie viel Prozent Wassergehalt wir hier drin haben. 0,5%. Ja, vollkommen im Bereich. Wie viel da war? Also wenn er schon 1,5% oder 2% hätte, dann würden wir es erneuern. Aber 0,5% ist top in Ordnung. Und das hier oben an der Stelle, das ist gut. Dann haben wir den Bereich abgecheckt. Das ist einfach ganz wichtig. Der Hersteller sagt, alle 2 Jahre die Flüssigkeit tauschen. Wir sagen, wir prüfen und gucken, wie viel Prozent sie hat. Und dementsprechend machen wir einen neuen sprechen das mit dem Kunden ab und dokumentieren das hier auch auf unserem Inspektionszettel. So, jetzt prüfen. Sind wir hier im Prinzip hier oben schon dran. Das heißt, wir schauen, überprüfen jetzt nochmal den Luftfilter, weil der ja auch in dem Intervall drin ist. Nehmen den Luftfilter raus, schauen das Schläuche an. Auf Verlegung, Zustand, Dichtheit. Gut, der hat der Kunde echt ausgenutzt. Das ist der Luftfilter. Der ist total, total Schrott. Das heißt aber jetzt nicht nur, ne, wenn wir es hier aufnehmen, schaut mal hier. So. Was da drin ist. So, der erfüllt seine Funktion, ganz klar. Da gilt jetzt auch nichts mehr mit Sauerblasen, auf gar keinen Fall, der ist Schrott. Aber nicht nur einfach einen neuen reinmachen, sondern hier reinschauen. Gucken, haben wir hier noch irgendwelchen Dreck drin liegen. Da haben wir noch was drin liegen. So, das blasen wir jetzt aus. Machen wir eigentlich am Anfang drauf, aber irgendwie so mit der Kamera ist doch noch was anderes. So. Luftfilter, einfach reinschmeißen und fertig. Ja, natürlich schon nicht. Fertig? Natürlich nicht. Luftfilter einsetzen, schauen, dass er gut sitzt. Am besten ist, Erstausrüsterqualität zu verwenden, was wir jetzt hier mit getan haben. Wenn der Luftfilter jetzt, wie wir es vorhin gesagt haben, noch in Ordnung gewesen wäre, hätten wir den noch drin gelassen. Hätten das mit dem Kunden abgesprochen, ja. Hätten das natürlich auch nicht berechnet. Und wenn man was sparen kann bei der Inspektion, dann kann man sparen. Allgemein haben wir jetzt hier drauf geschaut, es ist alles gut. Wir ziehen jetzt hier den Ölmessstab raus, machen den Öldeckel auf, weil das Öl einfach dann noch besser nachher abfließt. Den legen wir hier oben drauf. Und, was haben wir? Minus 35 Grad hatten wir Frostschutz, ne? Ja, wenn du das nur sagst, wird mir schon kalt. Oh, guck mal. Der Restvogel liegt da auch noch drin, ey. Das ist ja der Hammer. Was ist da drin? Ein Vogel. Ich hatte eben hier Federn liegen sehen. Ja, die hab ich auch schon. Aber hier ist noch ein bisschen Rest drin. Wie kommt denn der hier rein? Ja, ich weiß nicht, wie viel ich jetzt hier rausziehe. Keine Ahnung. Gott, ey, der ganze Teil, ey. Guck mal, kannst du... Nee. Komm her, kannst du jetzt Winnetou? Nee, da brauche ich nur eine Feder als Winnetou. Was war denn das? Ein Vogel. Ja. Ich bin mal gespannt, jedenfalls, was wir noch da alles finden. Aber der ist jedenfalls nicht mehr komplett, ne? Nee, der Rest hat wohl sehr wahrscheinlich der Marder gefressen. Bei sowas muss man natürlich gucken, wenn da so Tiere drin sind. Wir haben mal einen gehabt, einen Mercedes. Da hat der Kunde gesagt, der riecht so komisch. Ich habe gedacht, wäre was mit der Klimaanlage. Ein alter Mercedes, ein 230, 124er Typ, eine große Abdeckung drauf. So, und dann sagt er, der riecht so komisch. Dann haben wir in die Halle geschoben. Da habe ich schon beim Reinfahren die Halle fast gekotzt. Da habe ich unten drauf geguckt. Dann lag da eine Katze drauf. Aber die war nicht mehr so, wie eine Katze normal ist. Die war schon so auseinandergegangen. Das ganze Ding war... Oh, guck mal. Boah. So, dann haben wir natürlich den Kunden angerufen, sagt, sorry, Auto raus, ne? Und dann haben wir den Kunden angerufen, wenn wir das sauber machen, also, ne, weil übergeben wir da auf jeden Fall mit drin, kostet bestimmt 200 Euro. Er muss das alles abputzen und sauber machen. Dann sagt er, nee, mach ich selber. Dann sag ich, komm so vorbei. Der kam vorbei, guckt da rein, macht die Haube auf,
Ne? Läuft weg und sagt, okay, 200 Euro und 50 Euro Trinkgeld für einen Lehrling. Dann haben wir das Ding saugen, weil das war unglaublich. Abgeputzt und schwammen dann in der Pfütze die ganzen Viecher dran rum. Ne? Das ist eine kleine Anekdote. Das Thema, wo ich jetzt hier sagen wollte, jetzt müsst ihr einfach schauen, wie kam der Vogel da rein? Hat er da einfach Pause gemacht und der Kunde ist gefahren und hat ihn dann gegrillt? Oder war ein Marder drin und hat ihn da drin gefressen? Hat der Marder hier sein Zuhause oder nicht? Also, dann kann man einfach gucken, ob irgendwo was angeknabbert ist oder nicht. Scheint ja nicht so zu sein. Boah, ich bin gespannt, Junge, was wir jetzt hier noch alles finden. Vielleicht finden wir den Rest noch. Ich habe hier oben was gefunden, ne? Dann haben wir jetzt da unten was gefunden. Ich schau mal was. Ja, also, willkommen in der Tierwelt. So, jetzt haben wir hier so oben soweit alles gecheckt. Bei der Inspektion wird immer geguckt, immer schön die Augen aufhalten. Holger, warte mal. Sollte tatsächlich ein Marder hier drin gewesen sein, der hat ja dann da drin auch markiert, dann werden wir ein bisschen vorbeugen, dass er... Wenn der nächste Mal da reinkommt... Machen wir nachher, weil wir haben jetzt noch den Ölfilter auf. Sowas machen wir, ja, ich sprühe hier nur die Dinge zu ein, dass es einwirken kann. Machen wir nur den Deckel kurz ein bisschen bei. Passiert ja nichts. Und das ist so ein Schutz mit diesem Zeug? Dann werden die Gerüche beseitigt. Und dann kommt der nächste Mal da nicht und sagt, ach, hier war schon einer drin. So, jetzt fresse ich dir die ganze Bude an. Genau, deswegen das Zeug einsprühen, einfach drauf lassen, einwirken lassen. Und das gleiche machen wir jetzt auch noch unten, wo wir die Federn gefunden haben. Weil es könnte, weil ich vermute, ich würde das ein Marder gewesen sein. Ja. Sowas hilft, dass die Marder, weil das Problem ist, die Marder pinkeln da rein, die geben ihre Spuren da rein, der nächste Marder kommt an und sagt, ich bin der Größte und macht alles kaputt. So, jetzt sind wir drunter. Das heißt, wir machen jetzt hier erstmal die Verkleidung ab, lassen das Öl raus, lassen das Öl ablaufen. Während wir das Öl ablaufen lassen, den Ölfilter ausbauen, checken wir noch das restliche System. Alles nachschauen, gucken. Sichtprüfung ist ganz, ganz wichtig. Dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Verkleidung ab. Schrauben wir erstmal ein bisschen ab hier. 13er Kreuzschraube. 6,5 Stunden später. Ab. Nix Vogel. Piep. Riecht auch nicht. Auch nicht nach Vogel. Nee. Ja, wer weiß, was da passiert ist. Ja, vielleicht ist ein Marder eingezogen und hat dann als Speisekammer. Nee, ist auf jeden Fall nichts mehr drin. Also das wird sehr wahrscheinlich ein Marder gewesen sein. Weil ich meine, wie soll da ein Vogel reinkommen? So, lassen jetzt das Öl raus. Hier ist jetzt der Ölfilter. Ja, ich wollte meinen Finger nicht mit schwarzem Dieselöl machen. Mach ich auch nicht, pass auf. Gegendrücken, das ist auch so ein Trick, ne? Gegendrücken. Der Jürgen. So, bis es Klick geht, jetzt ist es los und dann wegziehen. Und habe schwarze Finger. Naja, aber geht doch. Jürgen, kannst du mal die schwarze Stange da nehmen und wegräumen, die da aus dem das Öl, was da rausguckt? Ja, das lassen wir schön ausblühen. Wir haben die schön gemacht hier, da kann man das Öl auch ablassen. Finde ich ganz cool. Schon nie gesehen. Kommen wir mit dem bis dahin? Ja. Na, könnte klappen. So. Da läuft schon mal das Öl aus dem Filter raus, ne? Ja, das ist halt angenehmer, den zu reinigen, so rauszumachen. So, in der Zeit kommt die Sichtprobe. Einfach schauen. Gucken, ist alles fest? Gibt es hier irgendein Teil, was lose ist? Was sagt der Bremsschlauch? Der Bremsschlauch hier an dieser Stelle, hier reißt es dann gerne ein. Da ist alles gut. Stoßfänger schauen, die Stoßfänger sind trocken, da ist kein Öl ausgetreten. Da ist auch alles gut. So, habe ich hier vorne gecheckt. Dann gehen wir langsam nach hinten, gucken hier, ob die Kardanwelle fest ist. Hans-Jürgen ist gerade hinten schon am Prüfen. Ich bin schon hinten. Gucke gerade nach, hier sind überall Gelenke, hier sind Gummilager, hier sind Gummilager. Kann man sehen. Ganz leicht porös, aber nur ganz, ganz leicht. Kann auch sein, dass das die Verschmutzung da drauf ist. Das ist zum Jürgen, hast du einen Spiegel? Ein Spiegel? Ja. Können die Federn reingucken? Die Thematik ist, dass die Federn gerne mal hier unten brechen. Ja, und dann fehlt ein Teil von der Feder.
Und da haben wir so einen kleinen Spiegel, wo wir dann hier oben reinschauen können, ob da was fehlt. Hier kommt man relativ gut dran, kann man schon spüren, da ist nichts weggebrochen. Merkt man nämlich selten. Problem ist, wenn so ein Ding verrostet ist und wegbricht und dieses Teil titscht dann über die Autobahn. Hier ist alles gut. Da ist nichts zu sehen, dass alles gut hier ist. Da ist ein bisschen unter Bodenschutz drauf, kommt mal rein. Ah, super. Jogi hat jetzt einen Spiegel. Guck mal. Dann können wir jetzt hier mit dem Spiegel im Prinzip hier reinschauen und gucken, ob eine Windung gebrochen ist. Ne? Ob eine Windung gebrochen ist oder nicht. Also manchmal liegen da auch Steine drin und wundert sich, warum das alles klappert. Die Autos sammeln ja alles auf unterwegs. Oh, alles gut, super. Vielen Dank. Koppelstangen sehen auch noch gut aus. Holger, Bremsleitung, Schläuche und so weiter, okay? Ja, aber ich habe die Seite noch nicht geschaut. Hier ist gut. Stoßdämpfer sind trocken. Da habe ich gar nicht gefragt. Warte mal, ich höre gerade eine Anweisung von der Regie. Holger? Wir sollen was langsamer machen. Ja. Der Kameramann wird nicht mitkommen. Ja, Holger? Ja. Hm. Kannst du mal Radlager... Patrick hat gerade gesagt, wir sollten... prüfen. Was? Radlager Vorderachse. Patrick, komm mal mit nach vorne. Wir prüfen die Radlager. Aber kommen wir auch hier hinten? Hinten, so, hinten nicht, steht nichts von drin, nur vorne. Adrian! Schneid sie auf! Okay, aber wir sollen ein bisschen langsam machen. Aber bei der Inspektion muss man eben was Gas geben. Weil man sieht ja, wie umfangreich das ist. Da gibt es, glaube ich, eine Arbeitszeit. Ich denke, von 1,6 Stunden für. Wir sind echt so noch drin in der Zeit. Aber das wird natürlich, wir sind uns noch zu zweit. Aber Radlager prüfen. Stopp, ich muss erst die Bremsleitung prüfen. Wenn es schnell geht, macht nichts, ne? Ja, Patrick meint, wir sollten was langsamer machen. So, die Bremsleitungen sind gut. Das ist aber ganz, ganz doll wichtig. So, Radlager vorne links, rechts. Kein Spiel drin. Da guck mal direkt, ob wir so Spiel haben, um die Spurstangenköpfe, die sind hier vorne. Hier, diese Köpfe, wenn die ausgeschlagen sind, hier hängt die Lenkung dran an dieser Stelle. Das sind die Spurstangenköpfe. Achtung, wenn ich jetzt hier so den Tab bewege und da ist ein Spiel dran, da geht es so dock, 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 dock. Ist nicht. Spurstangenkopf geprüft. Wunderbar, alles gut. Das Gleiche machen wir auf der anderen Seite. Wenn diese Köpfe kaputt sind, dann werden die ab hier erneuert, dieses Teil erneuert, muss danach auf jeden Fall die Spur eingestellt werden. Auf Spielfreiheit es gibt prüfen. So in einigen Videos, gibt es so Spezialisten, Spezialisten, die markieren sich das und drehen das dann wieder genau an die Stelle. Das passt hinterher nicht 100% und dann ist der Reifen abgelaufen. Also sowas würde ich absehen. Ihr könnt das natürlich selbst tauschen, ist kein Problem, wenn ihr das fachliche Wissen habt. Aber auf jeden Fall danach Spur vermessen. Das dauert mir alles zu lange, was du da machst. Ja, ich muss ja langsam machen. So, das ist alles gut. Dann gucken wir hier, ob dieses... Andreasfall sollen wir auf Spielfreiheit prüfen. Hat er nicht, kein Spiel. So, gucken wir hier, ob hier alles in Ordnung ist. Dieser Dämpfer hier. Antriebswelle, okay. Spiel normalerweise reißt hier gerne dieses Gitter auf, das ist alles gut. Das ist, um den Auspuff vom Motor zu entkoppeln, weil wenn man ja Gas gibt, kippt der Motor. Ja, jetzt stellt euch vor, das wäre eine starre Verbindung oder abbrechen. Deswegen gibt es hier an dieser Stelle dieses sogenannte Flexrohr. Abgasanlage prüfen. Ja, ist alles gut. Sieht gut aus. So, ich war aber jetzt gerade, als der Junge mich abgelenkt hat, hier vorne, hier hinten meine ich, Antriebswelle hier nochmal geprüft, ist gut. Hier hinten ist das Differential und das Hinterachsgetriebe Allrad eben. Die Kraft wird hier drüber übertragen. Wenn jetzt hier das dreht, müsste sich eigentlich hinten auch die Räder drehen, tut sich Autos kaputt. So, das ist auf jeden Fall ein zuschaltbarer Allrad. Dann haben wir ja vorhin auch ausschalten können. Hier drüber wird die Kraft dann übertragen nach rechts und links jeweils zu den Rädern. Okay, hier ist das gut. Vorhin haben wir gesagt, Xenon-Scheinwerfer kann man nicht einstellen. Da gibt es nicht so ein Rädchen für das einzustellen. Die stellen sich automatisch ein. Das wollte ich euch zeigen. Sag mal, hier ist die Hängerkupplung dran. Wir hängen den Hänger hier hinten drauf. Das Auto drückt runter. Die Federn ein. So, wenn die einfedern, verändert sich ja, geht der Wagen hier vorne hoch und wir wollen den Gegenverkehr blenden. Dafür sind diese Potis hier. Die hängen hier dran. Und wenn das jetzt hier einfedert, ich kriege das nicht eingefedert, da bin ich einfach zu schwach für.
Das Rad geht weiter rauf, wird das hier umgelenkt und hier dieses Poti sagt dann einem Steuergerät, was im Innenraum sitzt, okay, der Wagen ist hinten beladen, also geht hinten runter, Scheinwerfer vorne runterstellen. Ist Pflicht in Deutschland bei Xenon und Scheinwerfern, genauso wie die Scheinwaschanlage, die Scheinwerferwaschanlage. Aber da gibt es auch ganz kleine Ausnahmen, aber ganz kleine, 99% ist das so. Hier drin sitzt jetzt der Ölfilter. Schön ist, das haben die wirklich schön gelöst hier bei den koreanischen Kollegen, dass man das Öl ablassen kann. Das habe ich jetzt so bei den anderen Fahrzeugen nicht gesehen. Das muss man sagen, ich bin jetzt nicht mehr, ich stehe jetzt jeden Tag Ölwechsel machen, aber hier fließt eben dann nicht mehr so viel Kram raus. Normalerweise würde das jetzt hier alles rüberschwappen. Haben sie schön gelöst, finde ich gut. Muss man mal sagen, Chapeau. So. Filter raus, der ist ein bisschen dunkel, ne? Ein bisschen dunkel, um nicht zu sagen schwarz. Neuer Filter rein, gucken, Schrift nach außen. So, und dann haben wir jetzt hier noch, ist ein Dichtring drin? Der Dichtring. Ein Dichtring. Den müssen wir auch noch haben, Herr Faul. Können Sie mir mal den Dichtring machen? Sehr gerne, Herr Pausch. Hier. Das nicht vergessen, den Dichtring neu zu machen. Ach, Sie? Sagen wir mal einiges, ich würde den Dichtring falsch aussprechen. Tue ich nicht. Ich spreche den eben auf Gölsch aus. Heißt der Dichtring. Das ist ja das Ding. So. Da kommt der neue Dichtstreng rein. Also mit den Jummis habe ich ja nicht. Ne? Mit diesem Überstülpen, das ist, irgendwie ist das nicht so meine Liga. Mhm. Wie so ein Naturbursche. Mhm. Aua. Hat es mir getan? Nee. Schön, wenn der Schmerz nachlässt. Ich habe schon mal sicherheitshalber Aua gesagt. Ja. Was Aua macht. So. Weil hier ist auch noch ein Dichtstreng drauf. Dichtstreng. Ein bisschen Öl nehmen. Auf den Dichtstreng drauf schmieren. Weil wenn es schmiert, weiß ja jeder, dann fühlt es sich besser an. Ach so. So, und hier, der wird auch angezogen mit 10 oder 20 Newtonmeter. Normal steht es drauf, da muss man auch drauf achten, weil die brechen gerne kaputt, die Dinger. Was steht da drauf? Moment, ich nehme mal gerade was zur Hand. Das steht da nicht umsonst drauf, da müsst ihr einfach drauf achten, 10 Newtonmeter. Ja, also wir haben sie schon angeballert vorgefunden, da konnten wir nur das Gehäuse nur noch zertrümmern. Genau. Weil irgendein das nicht lesen konnte. Vielleicht. So, ich stelle das hier ein, weil wir hier im Arm. Nee, hier. Ach so, okay. So, wir haben einen Drehmomentschlüssel dafür. Oh. Okay, jetzt hört er genau hin, wenn es klack geht. Ne? Schon fest. Unglaublich, ne? Ja, das reicht aber auch dann schon. Ja, ne? Das ist so, echt ja. So ganz, ganz leicht. Ja. Reicht vollkommen aus. So, die hier. Du hast eben da, ach da. Das hat irgendwie den ganzen Ölschmier. Boah, das ist ja irgendwie so, passt nicht mehr. Mein Werkzeug ist noch nie so dreckig gewesen. Ja, weil du noch nie gearbeitet hast damit. Ach so, das ist das. Brauche ich jetzt einen halben Tag zum Putzen wieder. Mann. So, fest. Dann. Entspannen. Jawohl. Ja, Drehmomentschlüssel immer wieder entspannen. Das ist das, was ich auch mache, ne? Immer entspannen. Ja, genau. So. Dann machen wir das hier noch ein bisschen sauber. Sauber machen? Nee, das hängt aber ab, das Ding. Aber. Ja. Mie. Keine Ölreste dran lassen. Dann wären wir hier von unten fertig und können wir den Plastikkram da drunter machen, ne? Wir wollten noch die Profiltiefe messen. Ja. Dann mache ich in der Zeit ein bisschen Plastik, ne? Genau. Plöster, ne Löste. Da gibt es einen Massiver, kann man das mal eben messen. So, was hat er? 5 mm, 5,5 mm. Wenn man ganz kurz, muss man eben hier die Handschuhe ausziehen. Da ist jetzt so viel Öl dran. Also 5,5. Das man schon sehen kann, ist hier. Wir sind so. Stellen. Hier an dieser Stelle sehen wir das. Da bis da runter gebraucht, dann ist der Reifen eigentlich verbraucht. Also es ist so, dass bei Winterreifen ist, bei Winter- und bei Sommerreifen sind 1,6 mm gesetzlich. Ja, und das ist diese Markierung, die ich hier gerade vorne gezeigt habe, hier an dieser Stelle. Da haben wir dann 1,6 mm. Aber empfehlenswert ist bei Winterreifen mindestens 4 mm.
5,5 haben wir ja hier vorne. Dann schauen wir noch mal hinten. Was haben wir hinten? Hinten haben wir 4,5. Hier sind 4. Und dann gucken wir bis hier rüber und da ist die 5. Da war ein. Also da vorne kann man die 4, zwischen 4 und 5 sehen. Dann geht man hier rüber und guckt, welcher Strich übereinstimmt. Das ist die 5, also haben wir hier 4,5 mm. Da geben wir dem Kunden auf jeden Fall einen Hinweis, dass seine hinteren Reifen an der empfohlenen Verschleißgrenze sind. Das schreiben wir auf, wird dokumentiert und hinterher führen wir mit dem Kunden sowieso dann nochmal ein Gespräch, was alles ist bei seinem Wagen. So. Falls Auffälligkeiten sind, ne? Profiltiefe 5,5 vorne rechts, vorne links. Wir sind hier oben soweit fertig, ne? Also von unten. Kann er runter. Wir sind von oben hier unten fertig. Ja. Ja, ich finde, ja. Kommunikation ist alles. Ne? So, jetzt ist die Mühle, wie die runtergeht. Du hast die Geschwindigkeit. Luftdruck? Yes. Luftdruck kann man gucken, je nach Fahrzeughersteller. Steht es entweder in den Türen drin oder im Tankdeckel. Bei dem bestimmt Tankdeckel. Der hat keinen Tankdeckel. Okay. Kann man bestimmt von hier aufmachen, den Tankdeckel. Ah ne, hier steht es drin. Ah, 225, 60, 15, 3 Personen. 2,3 bar vorne und hinten, also 2,5. 0,2 bar erhöht man den Druck bei Winterreifen. So. Ganz wichtig, auch so ein Luftdruckprüfgerät wird geeicht, sonst dürfen wir damit nicht arbeiten. Das ist also dieses Jahr geeicht, im Januar kommt unser, der vom Eichamt wieder. Und 2019 darfst du morgen aber nicht mal benutzen, ne? Abgelaufen. Ja gut, dann höre ich auch auf zu arbeiten. Dann nee, morgen. Bis heute Nacht kannst du noch. Schraube ich noch was. Bist du Knaller getrunken, hast, darfst du noch machen. Ne? Ich mach. Ab 1. Januar darf man nicht mehr benutzen, muss man wegschmeißen. Wir haben da hier eine Karenzzeit. 2,5 bar. Wunderbar. Stimmt das? Nein? Patrick, ich sehe gar nicht, wie viel es ist. Noch ein bisschen? Jetzt? Gut. Wunderbar. So. So, in der Zeit, wo der Jürgen sich mit den Gummis da beschäftigt, fülle ich schon mal Frostschutz ein. Da eben drauf achten. Oh. So, jetzt wäre ich beinahe drauf einfallen. Also, wir haben jetzt Winterzeit. Die Frage ist, was hat der Kunde denn vorher für ein Zeug da drin gehabt? War da schon Frostschutz drin oder war da nur Sommermittel drin? Sehr wahrscheinlich nicht. Das heißt, wir müssten eigentlich theoretisch gucken, wie viel ist da drin. Oh, da ist noch ganz schön was drin. Müssen wir nochmal hochheben. Weil da ist noch relativ. Hast du eine Absaugpumpe? Ja. Ja? Gut, weil das alte Mittel ist auf jeden Fall absaugen. Ich muss da hinten noch das eine Rad. Sollte man tun. Da haben wir eine. Weil ich ja hier bei Jürgen bin, weiß ich, kenne ich mich jetzt nicht so. Ja, pass auf, mach du das eine Rad hier noch. Ich hole das zum Absaugen. Ja. Okay, dann saugen wir das ab. Man kann aber auch es anders machen. So, guck mal hier. Hier ist der Schlauch, der geht natürlich von da oben hier hin. Ne? Und das eben einfach als Tipp. Mach den Schlauch einfach hier ab. So. Jürgen? Ja? Guck mal bitte. Ich habe das mal als Tipp jetzt gezeigt. Hast du, pass auf, es ist viel einfacher, damit die Leute das auch zu Hause machen können. Okay. Ja. Haben wir jetzt hier abgemacht. Jetzt setzt der Jürgen sich eben rein. Du kannst du eben reinsetzen und Pumpe betätigen. Ja. So kriegt man das alte Mittel raus, weil es ist jetzt noch relativ viel drin. Ich denke mal, so ein Liter oder sowas kann man schwer sehen. Kann jeder gucken, wo es da oben endet. Das ist bei jedem Fahrzeug irgendwo zu okay. sehen. Ja, so. Ja, wenn der Xenon Scheinwerfer hat, muss er ein bisschen auf Seite gehen. Ne? So, auf jeden Fall
läuft die Suppe jetzt raus. Und dieses Mittel ist natürlich jetzt ein Sommermittel. Das Sommermittel hat ganz andere Rezepte. Das heißt, jetzt. Okay. Mal nochmal. Drück mal drauf. Das ist oh, jetzt kommt der letzte Schaum. Das sieht aber ganz komisch aus. Was daraus? Mal nochmal. Wahrscheinlich, weil das so geschäumt war. Ja, das sieht so ähnlich aus wie. So, auf jeden Fall ist dort eine andere Rezeptur. Das heißt, dort ist natürlich ist ein Insektenlöser mit drin. Ein Eiweißlöser. Ja. Weil die Insekten ja, wenn die draufklatschen, eiweißhaltig sind. Und dieser Eiweißlöser löst dann auch die Insekten von der Scheibe. Genau. Bei dem Vorschutzmittel, bei dem, was wir hier einfüllen, muss ich dazu sagen, nehmen wir nur ein qualitativ hochwertiges, weil. Erzähle ich nur eine ganz kurze Geschichte. Wir fuhren mit Holgers Auto in Skiurlaub, kamen zurück. Holger hatte vorher schon Frostschutzmittel drin gehabt. Wir hatten Eisregen. Sein Frostschutzmittel, was da drin war, war ein qualitativ hochwertiges. Hat den Eisregen von der Scheibe weggewischt und irgendwann hörte es auf. Da war nämlich nichts mehr drin in der Ader. Wir fahren an eine Tankstelle. Die hatten da nur ein Mittel zur Auswahl. Kaufen das Zeug, schütten es rein. Und was macht es auf der Scheibe? Es fror genauso fest wie das. Wie das Wasser, was da drauf tropfte. Zieht sich oder drauf Schlieren hat es gezogen und sowas. Es war fürchterlich. Also es ist unglaublich, wie wichtig dieses Zeug hier ist und dass wirklich, wie der Jürgen das sagt, da eine gute Qualität ist. Und wenn man eine Notlage hat, klar, dann kauft man den Schrott natürlich dann dort an einer Tankstelle. Ich sage nicht, dass Tankstellen Schrott verkaufen, nicht, dass das jemand falsch versteht. Aber dort war es Schrott. Hat auch irgendwie 5 Liter, haben da trotzdem 15 Euro gekostet. Und es war Müll. Ja. Wir haben hier eine hohe Qualität. Und das Zeug rausmachen ist einfach wichtig. Der Winter ist jetzt da. Oder am besten ist es wirklich, wenn man das dann so auffängt, wie wir es jetzt gerade gemacht haben, weil in eine Flasche tun, eine leere PET-Flasche, dort draufschreiben, dass das Frostschutz ist, in die Garage stellen. Oder nicht Frostschutz, sondern Scheibenwasser ist. Und das dann im Sommer wieder einfüllen. Kann so. Man Geld sparen. Ich mache den nächsten Test hier auch schon. Und zwar ist das Batterietest. Der steht auf der Liste auch mit drauf. So, hiermit und hiermit sind wir dann fertig. Hier sind überall Federn. Ey. Das kannst du nicht mal ablesen, was es ist. So, hier geben wir mal ein, was das für eine Batterie ist. Auswahl. In Fahrzeug weiter. Blei. Es ist eine Bleibatterie, es ist keine AGM. Nein. SAE 580 EN, Blei weiter. So, ich gebe noch mal ein bisschen Rasierschaum drauf. Rasierschaum? 525, 76. So. 70, 75, 580. Weiter. Vorderseite. Temperatur messen. 18 Grad. Boah, hier ist viel zu warm drin bei uns. Weiter während der Batterie geprüft wird. Okay, die Batterie ist noch in Ordnung. Hat 462 Ampere. Die ist also noch gut, muss nur nachgeladen werden. So, und hier will mich jemand erreichen. Reden wir das? So, dann laden wir die Batterien derzeit was nach. Der Innenraumfilter, der muss noch raus und neu. Oh Gott. Kommen wir gleich zu. Super. Halt den mal gerade fest, bitte. Natürlich auch nur das für das Fahrzeug vorgeschriebene Öl. Das ist einfach wichtig. Ganz, ganz, ganz wichtig. Öl ist mittlerweile ein Ersatzteil. Okay? Ja. Also da muss das passende Öl rein. Wenn es nicht das passende Öl ist, gibt es einfach ganz, 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 ganz viele Probleme. Und nicht einfach an der Tankstelle irgendein Öl und den Tankstellenmitarbeiter dort fragen. Da gibt es bestimmt ganz viele fähige Tankstellenmitarbeiter. Aber mittlerweile sind es nur noch Verkäufer hinter den Ja, und Kassen, oft ist es auch wirklich kompliziert, das richtige Öl rauszusuchen. Da haben wir wirklich extra Dateien für. Und das ist so unglaublich. Früher war es einfach so, hast du ein Mineralöl oder ein Teilsynthese. Hast du 2 Öle gehabt oder 3 mehr nicht. Genau, hast du die einfach da reingesammelt und fertig aus. Das ist mittlerweile... Also schon längere Zeit nicht mehr so. Wie lange so 5 Liter laufen, ne? Und bei dem Auto geht's ja noch, da läuft's ja schnell rein. Es gibt da Fahrzeuge, da bist du dabei und machst fast Tröpfchen für Tröpfchen da rein, ne?
Ja, ja, aber das ist das, was du sagst vorhin. Es ist vollkommen richtig, je mehr Öl drin ist, dann sagt man so, boah, irre, 8 Liter. Aber dann kann man auch wirklich davon ausgehen, dass das Öl lang genug hält. So, dann haben wir jetzt die 8 Liter drin. Der letzte Schluck. Dann, Jürgen, kannst du bitte mal starten? Oder? So, okay, Deckel schon da oben. Jetzt starten wir den Wagen. Dann wird das Öl hochgepumpt, in den Filter reingepumpt. Könnt ihr mich jetzt mal sehen? Manchmal ganz kurz, Jürgen, noch nicht starten. So. Gucken jetzt mal, wie viel Öl da jetzt drin ist. Das läuft jetzt noch was nach. Okay. Das geht sogar. Ist gerade am oberen Rand ist es. Oder wenn das jetzt so. Zeigt er noch ein bisschen zu viel an? Ja, jetzt zeigt er zu viel an. Da. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall bis dahin. Das ist zu viel. Ölstand so. Jetzt startet der Jürgen mal. Start's bitte mal. Ach, ich hab ihn abgeschlossen. Ja, aufschließen geht auch. Interessant. Schlüssel. Ist klingt das? Komisch, ist aber so. Wo ist das Schlüsselloch? Da. Ah, der Wischer geht. Achtung! Jetzt wird das Öl oben in den Filter reingepumpt. Ja, Öllämpchen ist auch aus. Reicht schon. Öllämpchen ging auch aus. So. Wir warten jetzt noch ein bisschen, das fließt jetzt ab. So. Ölstand. Ja, super. Wunderbar. Wunderbar. Genau, richtig. Alles gut. Kann der Deckel wieder drauf, ne? Deckel kann drauf. Du hast ja auf deiner Seite da. Was man noch schauen muss bei dem Wagen ist, was nicht oder meistens nicht in den Inspektionsservice mit drin ist, ist der Klimaanlagenservice. Das heißt, bei einem Neuwagen empfehlen wir ganz klar, alle 2 bis 3 Jahre nachzuschauen, was das Kältemittel macht, wenn zu wenig Kältemittel drin ist. In dem Kältemittelsystem, guck dir mal hier, das ist eine Kältemittelleitung, wird nicht nur das Kältemittel transportiert, sondern auch das Öl. Wenn zu wenig Kältemittel drin ist in der Anlage, wird das Öl nicht mehr richtig transportiert. Wenn das Öl nicht mehr richtig transportiert wird, kann es da zu Schäden am Kompressor kommen. Also, ganz klar, wie alt ist der Wagen? Wie alt ist der Wagen? 4 Jahre. 4 Jahre. Gut. Dann machen wir nachher nach der Inspektion auf jeden Fall noch einen Klimaservice. Wenn wir den Kunden anrufen, sagen wir so auf. Jetzt ist die Zeit rum, Klimaservice machen, sollte man regelmäßig durchführen. So, zum Pollenfilter. Abklemmen hier, ne? Ja, auch können wir noch dran lassen und nochmal einen Pollenfilter machen. Da müssen wir aber nach vorne schieben. Wenn ihr einen Pollenfilter kauft, dann ist natürlich die Frage, wo ist denn jetzt der Pollenfilter? In den Pollenfiltern. Im Auto. Das weiß ich, kann es auch außer vom Auto sein. Bei allen namhaften Herstellern ist... dort dokumentiert und gezeigt, wo der Pollenfilter sitzt. Kann ich auch geatmet, gefiltert durchatmen, ne? Worin? In Inneren? Ja. Ja, Handschuhfach raus. So. Klappt das mit der Beschreibung? Ja. Gut. Okay, und wenn der Kunde natürlich oft bei Kia war, dann schmeißt man auch normalerweise immer seine ganzen Rechnungen hier rein. Naja, so, und da unten ist der Filterriss. So, könnt ihr gucken. Macht man so auf. Tut das auf Seite. Da ist der Filter. Das ist ja super gemacht bei dem Wagen. Ach, echt, du. Bei manchen Autos, reißt du dir den Arsch da auf, um das zu... So rum. Ja, kann man sehen, ist auch ausgenutzt worden. Ne? So. Schauen wir hier auf die Erde. Das wäre normalerweise, wenn man keinen Filter drin, alles im Auto. Ja. Ja. Und nicht nur im Auto. Atmen wir auch ein. Sondern auch in den Atemwegen. Also, ziemlich gute Idee. Steht da auch ein Fall drauf für Einbau, Flugrichtung an der Seiten? Nee. Nee, das ist ja egal, ne? Einfach wieder einführen. Oh. So, ist da drin. Das Kläppchen wieder einhängen. Bob zu.
das wieder einhängen und hier rechts und links die Verriegelung einhängen. Da muss man echt sagen, 10 Minuten ist da wirklich übertrieben. Haben sie aber schön gemacht, ne? Super gemacht. Bei manchen Autos kommst du, musst du Gaspedal ausbauen, um komplettes Gaspedal ausbauen, um dahinter den Luftfilter dann einzusetzen. Bei Ford zum Beispiel. Es ist mehr Arbeit, das Handschuhfach wieder einzuräumen, als den Filter zu wechseln. Also wirklich, kann man schon sagen. So. Nimm das Serviceheft mit raus. Serviceheft haben wir. Abstempeln. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen so. Das Serviceheft abstempeln. In der Zeit, wo wir das Serviceheft abstempeln, gehst du bitte nochmal durch und ich gehe das Klimaanlagengerät das holen. Haben wir gemacht, weil wir machen direkt den Klimaanlagen-Service durch. Was da steht? Da hinten rechts an der Seite. So, weil dann. Motor. Das ist einfach auch wirklich wichtig, dass der Klimaanlagen-Service gemacht wird. Ja. Das haben wir geprüft. Das ist in Ordnung. Ja, erste Seite sind wir soweit durch, wunderbar. Zweite Seite auch, Heizung muss mal laufen. Innenraumfilter erneuern haben wir gemacht, wunderbar. Heizung auf Klimaanlage, auf Funktion prüfen. So, da machen wir jetzt auch noch den Service da dran. Service dokumentiert, das machen wir jetzt auch gleich. So, darauf immer achten, wenn man es anschließt, dass sich keine Verbrennungen holt. Und zwar Kälteverbrennung. Kälteverbrennung, zieht man die, aber die Handschuhe an. Stopp, habe ich mich vertan. Falsche Seite ist die Hochdruckseite. Hallo. Niederdruckseite dran. Hochdruckseite dran. Schutzbrille tragen, ne? Ist auch immer wichtig. Brauche ich, habe ja schon eine an. Ja, obwohl die hier noch sicher ist an den Seiten, aber ich glaube, das hat so keinen Sinn, weil wenn ich die Schutzbrille anziehe, kann ich machen. Ah, hier bin ich, ja. Okay, also Schutzbrille ist bei mir. Egal. Ablaufdatum. So, sieht das Leben doch wieder bunt aus. Ablaufdatum, ne? Reifendichtmittel. Das ist das Reifendichtmittel. Das ist eine Flüssigkeit, die eingefüllt wird. Hab ich was vergessen, wenn ich das Fahrzeug, wenn ich einen Platten habe und nur eine Schraube drin war, dann kann man die rausnehmen. So, und irgendwo steht hier, bis 5/2019 ist es abgelaufen. Boah, einmal neu. Und was wir noch vergessen haben, fällt mir gerade ein, ist der Verbandskasten. Ja, den habe ich gerade gesucht. Da weiß ich noch nicht, wo er ist. Sieht so aus, als wenn der öfters mal Camping macht. Holger, guck mal unterm Fahrersitz. Unterm Fahrersitz? Ja, da ist er. Findest du ihn? Ja. Ja, Reifendichtmittel. Durch ein neues rein. So. Das ist der Verbandskasten direkt mit Warndreieck. So, und hier steht auch extra drauf: Verfallsdatum beachten. So, und dann schauen wir mal, wie hier das Verfallsdatum ist, weil das wird dann sehr wahrscheinlich hier drin stehen. Das Ding ist ja 3 Monate abgelaufen. Gut. Da muss er auf jeden Fall auch ein neues haben. So, 575 Gramm bekommt er rein. So. So, das läuft jetzt vollautomatisch ab, der Service. Wir machen dann nachher nur noch einen Serviceaufkleber drauf rein, dass der nächste Betrieb auch auf jeden Fall weiß, dass wir die Anlage gefüllt haben. Alles klar bei dir. Was wir auch noch machen, ist, wir füllen die Anlage, habe ich jetzt gerade eingegeben, mit 7 Milliliter Farbstoff. Das heißt, in die Anlage wird jetzt mit dem Öl ein Farbstoff eingebracht. Falls irgendwann mal die Anlage undicht werden sollte, kann man sofort mit einer UV-Lampe sehen,
wo die Anlage undicht ist. Man braucht die Anlage nicht mit Stickstoff zu füllen, mit Fumiergas oder sonst was. Die Anlage kann man sofort prüfen und schreiben hier noch drauf, das haben wir jetzt gemacht. Komm, ich will schon den 1. Januar nehmen. Komm, ich habe es noch nicht geschrieben. Pass auf. 0, 1, 2020. Oh, habe ich das vergessen. Das erste Mal, dass ich das Datum schreibe. Gut. Service dokumentieren. Haben wir alles gemacht. Service dokumentieren. Kilometerstand haben wir 117, 171. Nächster nach 96 Monaten. Ja, Datum rein. Datum rein. Ja. 5,30er Öl. Das ist. Stempel. Haben wir durchgeführt. Ja. So, Service ist dokumentiert. Nach Garantievorgaben vom Hersteller dokumentiert. All diese Sachen haben wir jetzt gemacht, auch damit die Garantie auch erhalten bleibt vom Hersteller. Das Serviceblatt, was wir da ausgefüllt haben, wird normalerweise hier mit reingelegt. Das tun wir nachher mit rein, sodass man nachvollziehen kann, was alles gemacht wurde. So, jetzt habt ihr mal gesehen, wie komplex sowas ist und auf was man alles achten muss. Verbandskasten, auf den Klimaservice, auf den Behälter für hinten für die Reifendichtgel. Diese ganzen Sachen, die wir durchgeschaut haben. Also so eine Inspektion dauert die Zeit, wenn die anständig durchgeführt wird, was wir zwei natürlich jetzt auch explizit euch nochmal gezeigt, das hat jetzt schon ein bisschen mehr Zeit. Das hat länger gedauert, weil wir jedes einzelne Teil dann genauer zeigen wollen. Normalerweise hätten wir noch ein bisschen Gas gegeben, aber ne, Patrick hat gesagt, wir sollen ein bisschen langsamer sein, damit er so überhaupt noch alles mitkriegt. Für diesen Serviceumfang wird eine bestimmte Summe berechnet. Serviceumfang so und so viel, 30.000 Kilometer, das und das, kostet so und so viel. Dann kommt eventuell noch ein Innenraumfilter dazu, da gibt es eine extra Zeile für, das wird extra berechnet, dann kommt ein anderes Teil dazu. Für die ganzen Teile, die extra dazu kommen, werden natürlich auch extra Arbeitswerte berechnet. Das ist ganz normal. Wie zum Beispiel die Flüssigkeit, die wir hinten reingemacht haben, den Verbandskasten, Klimaanlagenservice, das wird extra berechnet, wird vorher mit dem Kunden nochmal abgesprochen, manchmal explizit. Jetzt hatten wir hier Freifahrtschein, wir durften tun und lassen, was wir wollten, in Anführungsstrichen. Wenn ihr das Auto abholt, seht ihr nicht viel. Ihr sagt, okay, fühlt sich vielleicht ein bisschen anders an. Das alles muss mit der Inspektion gemacht werden. Ist ja jetzt zum Glück nichts großartig aufgefallen, was jetzt sicherheitsrelevant war. So, Pflege, Herr Doktor. Genau, wir haben jetzt, das Jahr geht zu Ende, morgen ist ein neues Jahr. Wir werden jetzt erstmal ein bisschen Pause machen. Ja, jetzt wir haben wird auch dieses Zeit. Jahr echt Gas gegeben, viel Gas gegeben. Bis auf den letzten Drücker haben wir. Nächstes Jahr wird noch ein bisschen heftiger, aber. Genau. Wir freuen uns auf 2020. Ja. Vielen Dank, dass ihr jetzt so viel geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, bitte Daumen hoch, abonnieren. Abonnieren kostet ja nichts. Wird uns freuen. Ohne euch könnten wir das hier nicht machen. Dafür danke an euch und liebevolles, gesundes, neues 2020. Und 2020 wird ein geiles Jahr. Ja. Wir freuen uns drauf. Lass die Raketen steigen. Tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Gute Zeit.